Sound Tales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Sound Tales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Die Scheinwerfer des Forts verloschen und die Türen öffneten sich knarzend. Der Wagen war alt und hatte schon bessere Tage erlebt. Aber immerhin war er für sein Alter gepflegt und immer noch schnittig. Dustin hatte ihn von seinem Bruder zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen und er reichte aus, um bei seiner neuen Freundin Eindruck zu hinterlassen. Er nahm eine Decke aus dem Kofferraum und klemmte sie sich unter seinem Arm. Mit der anderen Hand griff er die seiner Freundin Madeline. Ich finde es hier unheimlich, Dustin. Dieser Wald wirkt so bizarr. Hör mal, Maddie, wir können weder zu dir nach Hause noch zu mir. Hier sind wir ungestört. Es ist doch schön warm und es sieht uns niemand. Das ist doch perfekt. Und was, wenn ein Wolf kommt? Ein Wolf, sicher. Vermutlich noch ein Werwolf. Du solltest dir nicht so viele Horrorfilme ansehen. Du bist doof. Doof, aber sexy, oder? Nur wenn du dein komisches Cappy absetzt. Was soll das überhaupt heißen? The Devil's Rejects. Das ist ein cooler Film mit Sid Haig. Und das Cap gab es damals in der Videothek gratis dazu. Nimm es ab. Nur im Tausch. Vielleicht gegen dein BH. Darüber ließe sich reden. Lass uns hier hinsetzen. Hier ist es perfekt. Es ist überall perfekt, wenn du nur bei mir bist. Aus welchem Film ist das nun wieder? Das ist mein Ernst. Klar. Dustin, hast du das gehört? Da ist was. Nun komm hier nicht wieder mit deinen Werwölfen. Nein, wirklich. Okay, jetzt habe ich es auch gehört. Warte hier, ich sehe mal nach. Meinst du? Vielleicht sollten wir lieber gehen. Dustin? Danke auch fürs Zuhören. Es war eine blöde Idee, hierher zu kommen. Kinder, Kinder, so spät in der Nacht, nur die Augen der Eule über euch wacht. Die Lichter des Hauses scheinen durch die Äste, bald schon seid ihr des Schulmeisters Gäste. Lass uns gehen, ich habe keine Lust mehr. Nein, nicht Dustin. Ich bin Jasper, mein kleines Pflänzchen. Der großgewachsene Mann fluchte, als er mit seinen 200 Pfund Schuhen in ein Schlammloch trat. Er schüttelte seinen Fuß und versuchte, seinen Schuh notdürftig im Gras von dem Dreck zu befreien. Roy Anderson arbeitete bei der Royalen Netzagentur und war von seinem Chef ausgeschickt worden, um die letzten sturen Einheimischen dazu zu bewegen, ein großzügiges Angebot anzunehmen und umzusiedeln. Die Stromtrasse war beschlossene Sache. Doch die Mitarbeiter waren dazu angehalten worden, die Angelegenheit möglichst im Einvernehmen mit den Bewohnern der in Frage kommenden Gebiete zu regeln. So führte nun dieser kleine Weg dem Mann zu dem kleinen Häuschen der Mills. Ja? Mrs. Mills? Das bin ich. Ist Ihr Mann zu Hause? Ich komme von der Royalen Netzagentur und habe eine fabelhafte Nachricht für Sie. Der gießt die Blumen. Früher habe ich ihn dabei immer begleitet.
Aber seit einigen Jahren habe ich ein steifes Knie und bin dadurch nicht mehr so gut auf den Beinen, müssen Sie wissen. Oh, das tut mir leid. Sagen Sie, wo finde ich denn Ihren Mann? Wir werden alle nicht jünger, guter Mann. Früher war alles anders. Ich war stets die Erste auf dem Tanzparkett. Das war während der Nachkriegszeit. Im Café um die Ecke, bei Angus Brennan. Jeden Sonntagnachmittag war da Tanztee. Da habe ich auch meinen Jasper kennengelernt. Und seine Frau, ich meine die Frau von Angus. Wie hieß sie noch gleich? Brenda, meine ich. Wir haben uns immer über sie lustig gemacht. Brenda Brennan, verstehen Sie? Das klingt doch irgendwie lustig. Ja, hören Sie, ich habe leider nur wenig Zeit. Es wäre mir wichtig, Ihren Mann zu sprechen, da er der Eigentümer des angrenzenden Wäldchens ist. So ist die Jugend, immer in Eile. Aber wir waren ja nicht anders. Eile mit Weile, das lernt man dabei erst im reifen Alter. Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt... Ich müsste nun aber wirklich... Ihr Mann, wo ist er denn nun? Es ist sehr wichtig. Sie können ihm entgegengehen. Oben auf dem Hügel, an dem kleinen Brunnen. Dort füllt er seine Gießkannen auf. Früher habe ich ihn immer begleitet, müssen Sie wissen. Aber mein Knie... Danke, ich sehe mal nach ihm. Einen schönen Tag noch. Hallo? Mr. Mills, Ihre Frau schickt mich. So, so. Was hat Grace denn mit einem so jungen Mann zu schaffen? Sie verstehen nicht. Keine Sorge, mein Sohn. Ich scherze nur. Oh, ich müsste Sie in einer dringenden Angelegenheit sprechen. Worum geht es denn, junger Mann? Begleiten Sie mich doch ein Stück. Sehr gerne. Mr. Mills, es geht um... Moment, dann können Sie mir auch die Gießkannen abnehmen. In meinem Alter lassen die Kräfte doch schnell nach. Ja, natürlich. Geben Sie her. Dankeschön. Worum geht es denn nun? Na, wie Sie vielleicht wissen, Mr. Mills, gibt es Pläne, in diesem Gebiet eine Stromtrasse zu errichten. Hier müssen Sie gießen. Hier ist doch nichts. Nichts. Und was ist mit meiner Poppy hier? Poppy? Sie meinen die junge Eiche hier? Sie geben Ihren Bäumen Namen? Selbstverständlich. Sie haben doch auch eine, nehme ich an. Ja, sicher. Und, Ach so, entschuldigen Sie. Mein Name ist Roy Anderson und, am besten, ich sage es glatt heraus. Sie werden umziehen müssen. Umziehen? Aber warum das denn? Grace und mir gefällt es hier. Ja, darum geht es leider nicht, aber... Ich bin befugt, Ihnen ein großzügiges Angebot zu machen. Na, geben Sie mir die Kannen. Und dann verschwinden Sie, junger Mann. Wir werden hier bestimmt nicht wegziehen. Ach, jetzt seien Sie doch vernünftig. Mit dem Geld werden Sie sich ein neues Haus bauen können. Oder Sie ziehen ins Lebensabenddomizil in der Stadt. Ins betreute Wohnen. Na, gehen Sie. Unsere Unterhaltung ist beendet. Ich habe noch viel zu tun. Guten Tag. Okay, aber das wird Ihnen noch leid tun. Unser Konzern beschäftigt die renommiertesten Anwälte. Roy stellte die Gießkannen vor sich ab und stapfte davon. So ein uneinsichtiger alter Narr, dachte er. Nach einigen Metern drehte er sich noch einmal um. Der alte, gebeugte Mann blickte immer noch in seine Richtung. Dann jedoch hob er die Kannen hoch und begann seine Bäume zu gießen. Lange Schatten zeichneten sich auf dem Waldboden ab und wurden immer länger, je weiter die Sonne hinter dem Horizont versank. Mit ihrem Verschwinden lösten sich die Schatten vor den Augen des einsamen Mannes auf, doch nun begannen ihnen helle Augenpaare anzublinzeln, die jeden seiner Schritte verfolgten. Roy erblickte zwei Gestalten, die zwischen den Bäumen umherhuschten und diese mit Gießkannen bewässerten. Hey, Sie! Warten Sie doch mal! Er ist es wieder. Kann uns nicht in Ruhe lassen. Nicht unsere Arbeit verrichten lassen. Er sollte lieber den Wald verlassen. Ja, er hätte unseren Wald nicht betreten dürfen. Nein. Nein. Vor Roys Augen drehte sich alles. Ihm wurde schwindelig und er fand sich auf dem feuchten Waldboden wieder. Seine Glieder wurden schwer. Und nur langsam gelang es ihm wenigstens, seinen Kopf zu heben.
Das unheimliche Paar war fortgefahren, die Bäume zu gießen. Doch die Bäume hatten sich verändert. Die Äste wirkten wie Knochen, aus den Stämmen schälten sich Totenschädel heraus. Die Furchterregend stöhnten. Und Roy schrie. Was ist los, Liebling? Du bist ja schweißnass. Oh Gott. Nein. Hast du schlecht geträumt? Oh Mann. Ja, Becky, es war nur ein Albtraum. Schlaf weiter. Roy Anderson konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er auf den enger liegenden kurzen Rock der neuen Sekretärin starrte, die wie die Wiedergeburt von Marilyn Monroe aussah. Sie klopfte an die Bürotür von seinem Chef und öffnete dann für ihn die Tür. Mr. Langford? Mr. Anderson ist nun hier. Danke, Lillian. Bringen Sie uns doch bitte einen Kaffee. Gerne, Mr. Langford. Ist das nicht ein Geschoss? Ich habe die Kleine gestern eingestellt. Ihre Vorzüge haben mich gleich überzeugt. Ja, die ist schon was anderes als Mrs. Longbottom und vor allem ist sie 40 Jahre jünger. Sie sagen es, Roy. Mrs. Longbottom musste ich ja noch von meinem Vorgänger übernehmen. Wäre sie nicht kurz vor der Rente gewesen, hätte ich mir etwas anderes ausdenken müssen, um sie loszuwerden. Ja. Ja. Apropos Rente. Was ist denn nun mit dem Rentnerpärchen? Tja, also das ist so. Der Kaffee, Mr. Langford. Vielen Dank, Lillian. Oh, vielen Dank. Stellen Sie bitte keine Anrufe durch. Ist gut, Sir. Und Lillian, Ihr Outfit gefällt mir ausgesprochen gut. Oh, danke schön. Die knacke ich heute Abend noch, da bin ich mir sicher. Eine kleine Nummer auf dem Kopierer, ganz klassisch. Ja, na dann viel Erfolg. Ja, genug von Frauen. Zurück zum Geschäft. Mr. Mills erwies sich leider als sehr stur. Und das bedeutet, Roy? Naja, er hat leider nicht unterschrieben und das bedeutet wohl für uns, dass sich die Rodung verzögern wird. Das ist nicht akzeptabel, Roy. Sie werden heute noch einen Versuch unternehmen und ich erwarte einen Abschluss. Ich werde mein Bestes geben, Mr. Langford. Machen Sie den alten Leuten Dampf. Lassen Sie sich etwas einfallen. Ja, gut. Roy. Sie wissen, dass es auf der unteren Ebene eine Menge aufstrebende Talente gibt, die nur zu begierig darauf warten, eine Gehaltsklasse aufzusteigen. Also, enttäuschen Sie mich nicht. Natürlich nicht, Sir. Das wollte ich hören. Sie sind mein Mann, Roy. Dann viel Erfolg. Danke. Und schicken Sie Lillian zu mir. Wie sagte man früher? Zum Diktat. Abermals, wie schon am Tag zuvor, klopfte Roy an die Tür des kleinen Häuschens. Auf der Fußmatte standen zwei Paar Schuhe, die den Schluss zuließen, dass die Mills zu Hause sein mussten. Doch mit Ausnahme eines schepperten Windrads rührte sich nichts. Mr. und Mrs. Mills, sind Sie da? Ich würde Sie gerne noch einmal sprechen. Machen Sie doch bitte auf! Darf ich fragen, was Sie von den Mills wollen? Erschrocken drehte Roy sich um. Ein untersetzter Mann mittleren Alters hatte ihn angesprochen. Sein grauer Bart sah aus wie aus einem Mantel- und Degenfilm entsprungen und war an den Seiten gezwirbelt. In seiner behandschuhten Hand hielt er ein Baseballcap, das an einer Seite mit Moos überzogen schien. Ich muss das Paar in einer geschäftlichen Angelegenheit sprechen. Und wer sind Sie? Taylor Baskin. Mordkommission. Mordkommission? Sind die beiden etwa einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen? Nein. Aber ein junges Paar ist verschwunden.
Die Wagenspuren führen in das kleine Wäldchen dort. Und sie sind nicht die ersten gewesen. Der Wald weicht bald einer Stromtrasse. Aus diesem Grund bin ich hier. Leider weigern sich die Mills zu kooperieren und wollen ihr Grundstück nicht verkaufen. Können sie hier nicht einfach enteignet werden? Ja, das schon. Das ist auch kein Problem, da öffentliche Interessen vorliegen. Wesentlich schneller ging es allerdings, wenn sie freiwillig das Feld räumen würden. Na dann, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Es scheinen sture alte Leute zu sein. Ja, Ihnen auch bei der Aufklärung des Falls. Wenn jemand etwas gesehen oder gehört hat, dann wohl die alten Leute. Die beiden Männer verließen gemeinsam das Grundstück der Mills. Hinter der Gardine des Fensters mit den grünen Fensterläden bewegten sich unmerklich zwei Gestalten. Die aufgehende Sonne umschmeichelte Roys Gesicht. Er blinzelte und fand sich auf dem Waldboden liegend wieder. Ihm fiel es schwer, sich zu rühren, und so entschied er sich, seine Kräfte zu sammeln und noch etwas liegen zu bleiben. Erst als er in der Ferne ein fröhliches Pfeifen hörte, hob er den Kopf. Hallo? Hier drüben bin ich. Hallo? Ach, der junge Herr Anderson. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ach, warum kann ich mich nicht bewegen? Bitte helfen Sie mir hoch. Och, so schwach. Natürlich helfe ich Ihnen, wie ein Mann, Kind. Was soll das? Nicht! Hören Sie auf damit, mich mit Wasser zu begießen. Ich bin doch kein verdammter Baum. Ja, du sollst es doch gut haben. Grace, komm mal hier rüber. Mr. Anderson braucht unsere Hilfe. Aber gerne. So, Mund auf und in großen Schlucken trinken. Wieder ein Albtraum. Ach, ja. Was hältst du davon, wenn du heute mal zu Hause bleibst? Ich kann gerne in deiner Firma anrufen und dich entschuldigen. Nein, das geht nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl, Roy. Als würde etwas Schreckliches passieren. Roy war ziemlich übermüdet. Was ihn aber nicht davon abhielt, abermals die Mills aufzusuchen. Ihm war bewusst, dass von seinem Chef erwartet wurde, dass er die Sache unter Dach und Fach brachte. Vermutlich gierten die jüngeren Kollegen bereits nach seinem Job und sehnten sein Scheitern förmlich herbei. Den Gefallen würde er ihnen nicht tun, ganz bestimmt nicht. Er hatte sich schon gut überlegt, wie die alten Leute davon überzeugen konnte, doch noch zu verkaufen. Roy würde ihnen schreckliche Details von dem Mord, von dem er gestern erfahren hatte, erzählen. Das Ganze widerlich ausschmücken und den alten Leuten einfach Angst machen. Ihm würde da schon genug einfallen. Als er im Haus der Mills ankam, fiel ihm sofort der Wagen des Officers auf, mit dem er sich gestern unterhalten hatte. Doch wieder war niemand daheim und so spazierte er in den Wald hinein, da hoffte, dort das Ehepaar zu finden. Mr. und Mrs. Mills, Mr. Baskin, sind Sie hier? Hallo? So melden Sie sich doch! Oh.
Da ist doch jemand. Ich höre sie doch. Roy stockte der Atem. Er musste sich kneifen, um sicherzugehen, dass es sich nicht wieder um einen seiner unheimlichen Träume handelte. Er hatte die Quelle des Stöhnens entdeckt. Vor ihm stand eine bizarre Gestalt, überwuchert von Gräsern und Moos, das sich einem Geschwür gleich immer weiter auszubreiten schien. Dieses Wesen war einmal der Mann namens Taylor Baskin gewesen, wie Roy im Gesicht noch erahnen konnte. Ein Arm stand unnatürlich ab, so als wäre er im Gelenk ausgekugelt worden, und es sah so aus, als würde er sich verändern, eine hölzerne Struktur bekommen. Als ein Ast aus seinem Mund zu sprießen begann, verstummte das Stöhnen. Roy konnte nicht aufhören, auf die Szenerie zu starren. Nach nur wenigen Minuten erinnerte nichts mehr an den Mann. Dort, wo er eben noch gestanden hatte, befand sich nun eine junge Eiche. Mr. Anderson? Ha? Was? Nun verstehen Sie gewiss, warum wir nicht verkaufen wollen. Und wir nicht möchten, dass der Wald gerodet wird. Unser Wald gerodet wird. Verdammt, waren Sie das? Wer zum Teufel sind Sie, Gandalf der Graue? Sie sind belesen, das gefällt mir. Nein, ich kenne den Film, Sie Freak. Ich werde jetzt gehen, hören Sie? Wir können Sie nicht gehen lassen. Das verstehen Sie doch, oder? Schauen Sie sich um, wie schön der Wald geworden ist. Als ich ein Knabe war, standen hier gerade einmal eine Handvoll Bäume. Und nun haben wir ein schönes kleines Wäldchen. Mein Gott, sind Sie irre? Sie... Nein! Dieses Moos! Dieses Moos! Es wächst schon auf meinem Arm und... Roy vermochte es nun nicht mehr, sich fortzubewegen. Seine Füße waren wie festgewachsen. Auf seiner Haut breitete sich das grüne Moos aus. Eine Wurzel bohrte sich durch seine Knie und verankerte sich sofort im Waldboden. Das Letzte, was er sah, waren die beiden alten Leute, die sich an den Händen hielten. Das Letzte, was er hörte, war ein unmenschliches Stöhnen, das aus seiner eigenen Kehle drang. Das Letzte, was er dachte, war, dass hoffentlich der Rodungstrupp nicht so bald anrücken würde. Hier fangen wir an, Bob. Die kleinen Bäume werden wir per Hand fällen. Den Rest besorgt dann der Harvester. Was ist eigentlich aus den Eigentümern des Wäldchens geworden? So wie ich gehört habe, ist Mr. Mills vor einigen Wochen gestorben. Und seine Frau folgte ihm dann wenige Tage später ins Grab. Waren aber beide schon an die 90. Keine Erben? Nein, überhaupt keine Verwandte. Wie gut, dass sie sich zu Lebzeiten gegen einen Verkauf gewehrt haben. Das hat der Netzagentur wieder Geld gespart. Ah, na dann. Also los, Bob, schmeiß die Kettensäge an. Alles klar, Boss, wir schaffen das. Credits. Erzähler: Klaus Schankin, Roy Anderson, Tom Westerholt, Jasper Mills, Werner Wilkening, Grace Mills, Stephanie Puke, Ryan Langford, Maximilian Weigel, Taylor Baskin, Bastian Karpe, Madeline, Lilly Hidomi, Dustin, Pascal Runge, Becky Anderson, Sabrina Gleffe, Lillian Porter, Dagmar Bittner, Jefferson, Bernhard Schlacks, Bob, Jörg Buchmüller. Credits: Sirius Kestel. Schnitt: Erwin Spielvogel, Eston Studio. Idee und Skript: Frank Hammerschmidt. Lektorat: Lilly Hidomi, Sabine Schierhoff. Musik: Martin Stelzler. Sounds: Archiv des Aston Studios. Cover Design und Artwork: Herbert Ahnen.
Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Sound Tales Productions 2014.